dann wünsche ich euch von Tag 2. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg Richtung Fluss, an dem wir auch schon raften waren, denn die Isar hat viele, viele schöne Stellen zu bieten, an denen man zum Beispiel auch angeln kann. Und da wir die Angelausrüstung mitgenommen haben, werden wir unser Glück heute Morgen mal versuchen. Wir sind schon relativ früh aufgestanden, ich war schon gegen 6 wach, damit wir um 7 beim Frühstück sind und um 8 ist jetzt gerade Abfahrt. Also gegessen habe ich schon, es war sehr leckeres Frühstück hier. Ja, was heute noch so ansteht, fragt ihr euch wahrscheinlich. Also wir werden jetzt gleich natürlich erstmal angeln gehen, dann wird es ein Cat Car Racing geben, irgendwie sowas in der Art. Das heißt irgendwie anders hier auf jeden Fall. Ich habe nur gehört, dass man mit so einem Dreirad irgendeinen Berg runterbrettert. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr drauf, habe das natürlich auch noch nie gemacht. Und dann wird es abends auf eine Alm gehen, gibt es eine kleine Brotzeit und ja, da werden wir ein bisschen wandern gehen. Also mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, Wanderschuhe besitze ich eigentlich gar nicht, deshalb werde ich mit Boots wandern gehen, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Und ja, ich freue mich auf den Tag. So, angekommen im Paradies. Angelsachen sind auch schon mal angezogen. Ich will nur noch die Angelausrüstung und dann kann es losgehen. Der lockige Kameramann geht mal vor, denn ich habe überhaupt keine Orientierung. T-Shirt gut in Szene zu setzen. Der Fisch ist leider gekauft, den haben wir nicht selber gefangen, aber als kleines Accessoire gehört das, finde ich, irgendwie dazu. Und wir werden ihn heute Abend auch essen. Und ich glaube, wir haben schon ganz, ganz coole Fotos gemacht. Sieht auf jeden Fall so krank aus mit diesem Nebel hier hinten im Hintergrund. Das ist einfach wunderschöne Natur und das alles hier in Deutschland. Ja, wir haben es ein bisschen geübt hier mit den Fliegenfischen. Ich habe halt einfach gar keine Ahnung vom Angeln, aber es ist mal eine lustige Sache auf jeden Fall. Und mal gucken, ob wir uns den Fisch später tatsächlich noch gönnen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Kati Rocks. Ihr könnt mir sehr gerne auf Instagram folgen. Das packen wir unten in die Infobox. Da könnt ihr dann sehen, wo ihr mich findet. Da kam doch gerade der Polizeiwachtmeister zu uns an. Hat unsere Wagen erkannt und das Logo VSTX, was wir gestern an die Staumauer geschrieben haben, erkannt. Und es wurde gestern eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgegeben. Und ja, jetzt werden wir verfolgt. Nein, alles ist gut. Wir haben das mit ihm geklärt, dass es wirklich nur Kreidemalfarbe war. Dass wir das jetzt nachher abwaschen gehen alle. Und dann hoffen wir, dass die von einer Anzeige absehen werden. Sonst kommst du in den Knast. Dann gibt's Knast, Lucy, ja. Mal gucken. Ich sehe bestimmt auch in unserem Sträflings-Outfit auch ganz sexy aus. Aber ich kann auch gut drum rumkommen, muss ich sagen. Wir können ja fragen, ob wir noch ein paar Aufnahmen im Knast machen dürfen. Dann. Ja, von meiner Nacht im Knast. Ich hab ein bisschen Angst schon. Aber hat sich trotzdem gelohnt. Ich fand's lustig. Das macht richtig Spaß. So, währenddessen der eine Teil beim Schrubben war, haben wir hier richtig Gaudi erlebt. Wir wurden hier beim Bullcar Racing einmal den Berg hochgezogen, konnten uns die Kühe ein bisschen angucken und dann ging es ganz, ganz schnell mit so einem Dreirad hier runter. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall schneller als erwartet. Ihr werdet bestimmt noch gleich ein paar Aufnahmen sehen, was ich da so wild getrieben habe. So, was ist, wie funktioniert das? Wie setzt uns da drauf? Ja, bitte einmal schnell für Blondinen, ja? Darf ich gleich mal reinsetzen? Ja, ich nehme den zweiten, weil ich fahre nicht vorne. Zum Hochfahren brauchst du nur diesen Bügel. Den musst du zum Hochfahren immer festhalten. Egal, ob der Licht drin läuft oder nicht. Sobald du loslässt, hängst du aus. Wenn du oben bist, geht es wieder die Kuppe, dann wird es flach. Dann werfst du den Bügel einfach nach vorne. Ja? Nicht auf die Holzrampe hochfahren. Alle verstanden? Ja. Wie viele Fahrten haben wir jetzt? 3x7 ist 21. Max fährt vor. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right?
so I'm still pushing like a mouse peep. I just drip and think I'm high. In a yellow bucket with the mouse peep. Yeah! Also, sehr geil, es hat viel Spaß gemacht. Ich hab's mir ehrlich gesagt, ich hab gedacht, dass es nicht so schnell ist. Ne? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich finde, von hier unten sieht es gar nicht so steil aus, aber vor allem der erste Abhang da oben war schon sehr brisant. Und ja, wer da nicht bremst, Alter, der fliegt auf jeden Fall zu den Kühen mit rein. So, wir sind schon sehr produktiv gewesen. Die letzten Stunden haben wir auch schon früh angefangen. Jetzt gibt's eine kleine Wanderung, beziehungsweise wir fahren erstmal mit einer Seilbahn nach oben an die Spitze. Dann geht's auf die Alm und dort werden wir ein bisschen Mittag oder Brotzeit zu uns nehmen und mal gucken, ob wir da gut hinkommen. Ja, wir fahren jetzt mit der Seilbahn ungefähr, ich glaube 15 Minuten, hat die Dame an der Kasse gesagt. Gucken wir uns ein bisschen alles mal von oben an, da hat man mal einen besseren Durchblick. Ich hoffe, man sieht noch ein paar Kühe, aber ich habe schon gehört, dass da leider schon Abtrieb von der Alm war. Ja, gucken wir gleich mal, wie die schöne Natur aussieht und dann gehen wir noch schön was essen hier oben. Ein bisschen Brotzeit, Hunger habe ich auch schon. Auf geht's! You say I'm wrong, but I think I need it. You think that reason can make me stay. Just wanna feel me, just feel me breathing. Lange keine so schönen Berge mehr gesehen. Ich bin ja echt so ein Flachlandkind. Ich komme ja aus Hamburg bzw. Rostock und da gibt es so schöne Gebirge ja nicht. Und es sieht schon echt beeindruckend aus, finde ich. Also ich kann verstehen, dass das Menschen auf jeden Fall zur Ruhe bringt irgendwie. Ich habe Hunger, großen Hunger. Es dauert, glaube ich, alles noch ein bisschen. Auf dem Kaiserschmarrn stand auf jeden Fall auch drauf auf der Karte, dass es ein bisschen länger dauert. Ich glaube, wir sitzen jetzt schon so 20 Minuten ungefähr. Ich würde mich freuen, wenn es gleich losgeht und dann zeige ich euch mal, was ich Leckeres esse. Also, wir fangen jetzt an mit Brotzeit. Kathi und ich haben beschlossen, dass wir uns die Brotzeit teilen und danach den Kaiserschmarrn von mir noch teilen, als Nachtisch quasi. Also wir lassen uns das ein bisschen gut gehen hier, genießen die Aussicht und schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Das Brot ist auf jeden Fall auch selber gemacht, das schmeckt man auf jeden Fall. Es ist jetzt 18.30 Uhr, ich bin mega fertig von dem Tag. Wir sind ja auch heute extrem früh aufgestanden. Ich glaube, ich war schon 6 Uhr wach, weil ich mich noch fertig machen musste. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Die Aussicht auf der Alm war einfach nur mega. Morgen geht's auf die Wiesen, deshalb müssen wir morgen auch wieder früh aufstehen. Deshalb werde ich heute wahrscheinlich 21 Uhr ins Bett gehen und einfach nur schlafen. Und dann hoffe ich mal, dass es morgen richtig, richtig geil wird auf der Wiesen. Ich war, wie gesagt, noch nie da. Probiere nachher gleich mal mein Dirndl an und dann gucken wir mal, dass ich auch richtig, richtig schick aussehe auf der Wiesen.